Hallo und herzlich willkommen zum Erklärvideo im Monat März. Heute zeige ich euch, was passiert, wenn man auf eine Taste oder auch auf eine Pedaltaste drückt und wie dann der Ton seinen Weg durch die Orgel zur Pfeife nimmt. Dafür muss ich die Orgel erstmal anstellen und jetzt wird es lauter und heller. In dem Moment, in dem ich den Schlüssel umdrehe, wirft der Motor das Gebläse an und die Luft strömt in den Windbalk. Man sieht, wie sich der Windbalk ein wenig öffnet. Hier wird die Luft, Orgelbauer sagen auch der Wind, reguliert, bevor er durch hölzerne Windkanäle ins Herzstück der Orgel strömt, in die sogenannte Windlade. Das ist ein hölzerner Kasten zwischen Mechanik und Orgelpfeifen, wo die Luft quasi unter den Pfeifen geparkt wird. Hier sieht man die Windlade von außen. Was passiert nun, wenn eine Taste gedrückt wird? Am Beispiel der tiefsten Pedaltaste zeige ich es euch. Von innen kann man sehen, wie die Bewegung mechanisch weitergeleitet wird. Wie sich die abstrakten, also die langen, dünnen Holzstäbe bewegen. Die Bewegung kann in die gewünschte Richtung umgelenkt werden. Dazu braucht man Wippen oder Winkel, die die Bewegung von einer vertikalen in eine horizontale Richtung umschalten. Ich kann auch vorsichtig, ohne auf eine Taste zu drücken, an eine abstrakte ziehen. Ich ziehe. In der Windlade wird durch den Zug ein Ventil geöffnet. Und die geparkte Luft strömt in die Orgelpfeife hinein. Voilà, ein Ton. Und wie sieht es nun aus, wenn nicht nur eine Taste gedrückt wird, sondern viele verschiedene Töne gespielt werden? Wird auf der oberen Tastatur gespielt, dann ist die Spieltraktur, also die gesamte Mechanik, noch kompakter. Ihr seht gleich ein sogenanntes Wellenbrett, auf dem man ganz wunderbar die Hebelgesetze studieren kann. Man muss also viel bewegen, bis hier oben etwas rauskommt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.